Jolo, mein Name ist Levinator und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Folge. Diesmal geht es heute um Folge, ja, keine Ahnung, nicht Folge, keine Folge, sondern das Thema ist Politik. Ich habe einen Brief bekommen. Ich darf nämlich hier bei uns in Brandenburg, darf man ab 16 Jahren an Kommunalwahlen teilnehmen und da ich am 24. September nicht nur Bundestagswahl bei uns ist, sondern auch noch Bürgermeisterwahl, darf ich hier bei uns im Ort den Bürgermeister wählen. Ich habe mich damit gerade ganz schön lange auseinandergesetzt, wenn die ganzen Partei, nicht die Parteiprogramme nicht, sondern die Wahlversprechen, Programme von denen vorgelesen, von den Kandidaten, die bei uns zur Verfügung stehen, zur Verfügung, die bei uns gewählt werden können. Es sind 8 Stück insgesamt und es ist sehr interessant oder schwer, sich damit zu beschäftigen. Worauf achtet man denn jetzt eigentlich bei so einer Kommunalwahl? Falls ihr auch demnächst irgendwie sowas habt oder so, oder jetzt auch wählen dürft schon, würde ich euch empfehlen, guckt da ruhig mal rein, weil das ist ganz interessant, weil man ja sonst nicht so, also ich persönlich bin jetzt nicht in irgendeinem, zum Beispiel bei uns gibt es einen Jugendbeirat, irgendwie großartig weiter politisch aktiv. Ich habe zwar Interesse für Politik, jedoch bin ich ich bin keiner Partei beigetreten. Ich bin auch in keiner Jugendorganisation von irgendeiner Partei. Und ich habe aber auch nicht so wirklich Ahnung, muss ich ehrlich zugeben, von Kommunalpolitik bei uns hier in der Stadt. Und ja, lohnt sich mal, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht ist da ja für den einen oder anderen dann im nächsten Jahr oder ja, im nächsten Jahr vielleicht eine Bürgermeisterwahl drinne. Wird der Bürgermeister seiner Stadt, glaube ich, zwar ja nicht bei meinen Zuschauern, weil ich glaube, meine Community ist noch relativ jung, meine Zuschauer sind noch relativ jung. Jo. Und eigentlich wollte ich hier einfach mal den Wahl-O-Mat machen zur Bundestagswahl 2017. Ich darf nicht wählen, aber ich mache es einfach mal trotzdem, einfach mal nur so, um zu gucken, was da rauskommt. Dann wisst ihr auch ein bisschen mehr über mich. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Und zwar steht hier Wahl-O-Mat Bundestagswahl 2017. Willkommen beim Wahl-O-Mat. 32 von 33 Parteien haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Ja, und wenn Leute gar nicht wissen, was sie wählen, dann gehen sie da durchaus rauf und gucken sich dann an, welche Partei wähle ich denn jetzt oder für welche Parteien habe ich denn Interesse. Vielleicht wählt man dann vielleicht die auch nicht die höchste Partei, mit der man die größte Einstellung hat, Übereinstimmung hat. Einfach aus dem Prinzip, dass man sie nie wählen würde. Sowas kann natürlich auch vorkommen. Oh, das war Unterrichtsmaterial. Toll. Kann ich ja gebrauchen. Vielleicht nicht oder so. So, dann sind hier unten noch die Medienvertreter, Entschuldigung, Medienpartner aufgeführt, die den Wahl-O-Mat unterstützen. Sind die einen und wenn man so darüber hart, dann sieht man die ganzen Dinge auch in Farben. Finde ich schön, dass alles so schlicht gehalten ist, dass man das nicht eine große Unterscheidung macht oder dass alles so gut gehalten ist, sondern dass es echt schlicht und einfach gehalten ist, dass man sich, wie ich das jetzt machen werde, auf diesen Wahl-O-Mat eigentlich konzentriert. So, dann starten wir mal. Erste Frage von 38 Stück. Bundeswehr im Inneren. Bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Stimme ich zu? Bin ich neutral? Stimme ich nicht zu? Also, ich stimme dem nicht zu, aus dem folgenden Grund, dass ich denke, Terrorismusbekämpfung im Inneren sollte und kann auch von der Polizei bewältigt werden. Und ja, es können zwar Daten und Informationen zwischen der Bundeswehr und falls da, ja, es wird ein Austausch geben, denke ich mal. Und dass da Daten ausgetauscht werden, das würde ich sinnvoll finden, aber dass man selbst, dass die
Bundeswehr-Inland-Einsätze ausübt, bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen. Würde ich, also stimme ich nicht zu. Ja. So. Besteuerung von Pkw-Diesel. Dieselkraftstoff für Pkw soll höher besteuert werden. Ihr habt vielleicht mitbekommen, es gab diesen Skandal. Aber ich denke, darauf zielt es nicht ab, sondern einfach, dass diese Kraftstoff für Pkw höher besteuert werden soll. Davon habe ich. Ach so, ich überlege gerade. Ah, diese Kraftstoff, jetzt entsinne ich mich. Diese Kraftstoff ist in den meisten Fällen. Es ist billiger als normaler Kraftstoff und deshalb steigen Leute auch darauf um. Und dass dieser jetzt höher besteuert werden sollte, dem stimme ich einfach mal. Ich bin auch kein Autofahrer, ich habe auch noch keinen Führerschein oder ähnliches, aber ich stimme dem trotzdem mal nicht zu. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Dem stimme ich zu. Dem kann ich zwar zustimmen. Wird zwar in den größten, denke ich, diese Obergrenze wird nie erreicht, nie überschritten werden. Aber falls es mal. Ach Quatsch, eigentlich stimme ich dem nicht zu. Weil eine Obergrenze ist eigentlich, wenn man es so sieht, Quatsch, weil wenn Leute von irgendwoher kommen, irgendwoher flüchten müssen, werden diese auch ankommen und müssen diese auch aufgenommen werden. Dann können wir nicht einfach als Bundesrepublik Deutschland sagen, hey, wir sind jetzt hier schon 82 Millionen, aber euch wollen wir jetzt hier nicht mehr haben. Das kann man ja nicht einfach so machen. Deshalb stimme ich dem auch nicht zu. So, der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden. Also, wieso steht da vom Bund? Nur so, falls die Frage aufkommt, es gibt ja Bund und Länder, also einmal hat jedes Bundesland seine eigene, eigene finanzielle Mittel, um damit irgendwas zu machen. Und dann gibt es ja auch den Bund, also da wo alle Länder gemeinsam drin sind nochmal. Ja, und ich weiß nicht, der Bund sollte meiner Meinung nach das machen. Ja. Also den Ausbau erneuerbarer Energien dauerhaft finanziell fördern, weil ich weiß, dass dieser Ausbau der erneuerbaren Energien ist ziemlich stark zurückgegangen. In den, also er hat zwar die in den letzten 5, 6 Jahren, vor 5, 6 Jahren gab es einen großen Boom, es hat ziemlich stark zugenommen, aber mittlerweile ist dieser Boom schon wieder abgeschwächt, meines Wissens nach. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, der Bund soll mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Das finde ich ist vernünftig, da die Länder. Na, wobei, warte. So. Sozialer Wohnungsbau. Wohnungsbau ist eigentlich, sollte der Bund mit verantwortlich sein, weil wenn der Bund so eine Sachen zum Beispiel darüber entscheidet, auch ob es eine Obergrenze gibt oder nicht, dann sollte der auch wissen oder darüber verfügen, für wie viele Leute man jetzt wie viele Wohnungen, also Mittel zum Wohnungsbau zur Verfügung stellt. Also dem stimme ich zu. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Dem würde ich jetzt mal nicht zustimmen. Einfach aus dem Grund, dass so ein finanzieller Ausgleich gewissermaßen geschaffen wird. Es ist zwar, also ist zwar für die Leute, die dann weniger BAföG bekommen, im ersten Moment ungünstig gesehen, jedoch im Weitblick gesehen, geht so die Schere von Arm und Reich nicht weiter auseinander, da so alle die gleichen finanziellen Mittel insgesamt dann, denke ich, so denke ich, zur Verfügung haben und deshalb stimme ich dem nicht zu. So. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden.
bin ich dafür. Ich weiß nicht, ob jemand The Circle gelesen hat. Und da gibt's ja auch, also das Buch heißt Der Zirkel. Falls ihr euch das holen wollt, hat ein oranges Cover. Ja. Also, ich stehe dem eigentlich neutral gegenüber, würde ich sagen. Ich lehne das nicht ab und ich bin nicht wirklich dafür. Also stehe ich dem neutral gegenüber. Deutschland soll einen Schuldenschnitt für Griechen soll einem, Entschuldigung, Deutschland soll einem Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, was ein Schuldenschnitt ist. Das google ich deshalb jetzt mal. Haushaltssteuerung.de. Der Begriff des Schuldenschnitts ist im Kontext der öffentlichen Finanzen definiert als ein teilweiser Schuldenerlass zugunsten eines sich in großen finanziellen Schwierigkeiten befindenden Staates. Also bin ich der Meinung, dass Deutschland einem Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen soll. Dem würde ich mal zustimmen, würde ich sagen, weil Griechenland, naja, Griechenland hat die ganzen finanziellen Mittel bekommen und kann sie schwer oder schlecht zurückzahlen, da Griechenland immer noch vermutlich, ich habe jetzt nicht viel Information mehr gerade über Griechenland und deren Wirtschaftspolitik, Wirtschaft und wie es dort gerade läuft, aber ich würde dem zustimmen. Ich stimme einfach mal zu so. Generelles Tempolimit auf Autobahnen, dem stimme ich nicht zu, weil wieso, wenn die Strecke freigegeben werden kann für kein Tempolimit, dann kann die Strecke freigegeben werden für kein Tempolimit, dann soll das gemacht werden. Also dem stimme ich nicht zu. So. Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden. Verteidigungsausgaben, das heißt, wir fördern, dass wir in anderen Ländern Krieg führen. Warte mal, und groß sind wir auch noch in der Waffenlobby. Ich stimme dem nicht zu. Betreiber von Internetseiten sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein, Falschinformationen, in Klammern Fake News, zu löschen, auf die sie hingewiesen wurden. Das ist jetzt eine gute Frage. Also Fake News, direkte Falschinformationen, würde ich sagen, ja. Die Frage ist, wer oder wie kann das unterschieden werden? Weil falls Leute da ihre eigene Meinung ausgeben oder es ja ihre eigene Meinung ausgeben oder wird dann werden dann Artikel vom Postillon auf allen Internetseiten außer dem Postillon selbst automatisch gesperrt? Also das wäre jetzt so eine Frage, die ich dazu, also zu dem anstellen würde, stellen könnte. Aber grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass sich Leute nicht verarscht fühlen, was da geschrieben wird. Und dann sagen, aber das stand doch in der und der Zeitung so und so. Und in der nächsten Zeitung steht es dann so und so. Und dann gibt es Diskussionen. Und das wäre ja eigentlich, wenn man eine Zeitung liest oder ein Informationsmedium auf einer Internetseite, dann nutzt, sollte es meiner Meinung nach ja zugänglich sein und auch richtig sein. Weil sonst. Es ist nicht schön, Fake News zu haben. Man braucht sie nicht. Also stimme ich zu. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Also, theoretisch hatte ich das in meinem Geografie-Leistungskurs. Praktisch ist gerade Ferienende. Also googeln wir die beiden Sachen nochmal. So, ökologische und konventionelle Landwirtschaft. So, ökologische kann. Landwirtschaft, ist das gleiche? Konventionelle, okay.
Konventionelle Landwirtschaft, der Begriff konventionelle herkömmliche Landwirtschaft, wird oft als Gegensatz zur ökologischen Landwirtschaft benutzt. In Deutschland wirtschaften 92% aller Landwirte auf herkömmliche Weise. So, Bilder. Da ist eine Vergleichskategorie. Das sieht da super aus. Das. So, Bild ansehen. Biologische Landwirtschaft, konventionelle. Biologisch oder ökologisch? Eigentlich ökologisch. Ach so, da steht aber ökologisch und konventionell im Vergleich. Okay. Ja, so. Also, Wirtschaftsdünger, Gründüngung ab. Ich lasse jetzt ein, zwei Sekunden offen oder ich kann es auch vorlesen, aber wie auch immer. Oder ihr seht es gerade selbst, während ich hier was rede. Anbau von weniger. Und so, also ökologisch ist Bio. Da braucht man mehr Platz für und also biologisch steht da. Und konventionell ist halt chemisch, synthetisch, genverändert und so weiter und so fort. Und ja, da würde ich ganz klar sagen, da was soll stärker gefördert werden. Ja, soll sie, weil sie ist besser für die Umwelt und ist der Klimawandel setzt stark zu. Hier bei uns waren große Überschwemmungen, das Wasser ist hier überall lang gelaufen, wo es normalerweise nicht lang läuft. Also dem stimme ich zu. Kindergeld soll an deutsche Familien ausgezahlt werden. Dem stimme ich. So, ach so, soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Die Frage ist, an wen wird das Kindergeld denn sonst noch ausgezahlt? Wird es in anderen Ländern ausgezahlt? Ich meine, also wenn man hier in Deutschland lebt, heißt es denn und hier nur übergangsweise lebt, weil man eben zum Beispiel, wie wir vorhin schon hatten, geflüchtet ist, dass man dann kein Kindergeld erhält? Weil wenn das bedeutet, das würde ich definitiv nicht unterstützen. Also stimme ich dem nicht zu. Aber sachgrundlose Befristung. Okay. Arbeitsverträge sollen weiterhin ohne Abgabe von Gründen befristet sein dürfen. Dem stimme ich eigentlich nicht zu, weil wenn man einen Arbeitsvertrag befristet bekommt, dann möchte man ja gerne wissen, wieso. Also, dass so ein Arbeitsvertrag dann irgendwann, das mit eine Kündigung, da man die erhalten kann, der Arbeitsvertrag unbefristet ist, ist okay, aber wenn man einen unbefristeten hat und nicht weiß warum, ist Kacke. Also stimme ich nicht zu. Impfpflicht. Kinder sollen gegen ansteckende Krankheiten geimpft werden müssen. Dies unterstütze ich definitiv nicht, da wir auch dort einen sehr großen Lobbyismus haben. Also ich finde es zwar sinnvoll, dass es so eine U-Untersuchung gibt, ob Kinder sowas haben und ob die dagegen geimpft sind. Ich habe auch meinen Impfausweis jetzt im Urlaub beigehabt, aber ich würde sagen, nein, das muss nicht sein, weil wenn ein Kind sowas nicht bekommt, dann brauchst du dagegen auch nicht geimpft sein. Dann wird das Kind mit zusätzlicher Medizin zugebombt, welches eigentlich gar nicht benötigt. Also dem stimme ich nicht zu. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Dem stimme ich nicht zu. Das Bankwesen läuft über die freie Marktwirtschaft ab und Konto wird reguliert von der Europäischen Zentralbank zwar, aber ich stimme dem einfach nicht zu, weil ich das nicht gut finden würde, weil ich ein Unterstützer der freien Marktwirtschaft bin. So, Erinnerungskultur. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Ja, soll er definitiv, weil es gehört zwar zu einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte, aber es gehört zur deutschen Geschichte und gehört zu unserer Kultur gewissermaßen dazu. Es leben noch Leute, die damit aufgewachsen sind. Also dem stimme ich zu.
Abbau von Staatsschulden. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Das finde ich sinnvoll, definitiv. Damit wir nicht irgendwann einen riesigen großen Rettungsschirm brauchen von allen anderen EU-Ländern. Was zwar eher nicht passieren wird, aber trotzdem. Begrenzung der Nutztierhaltung. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden können. Finde ich eigentlich nicht, weil wenn eine Gemeinde genug Fläche zur Verfügung hat, dann oder genug Möglichkeit, ja, um Ställe und Unterstellmöglichkeiten für Tiere zu bauen, dann, ich bin etwas müde, ja, es ist schon 3 Uhr nachts, also dann soll das nicht gemacht werden, also dem stimme ich nicht zu. Braunkohleabbau. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle abgebaut werden dürfen. Dem stimme ich zu, da das eine natürliche Ressource ist und wir diese natürliche Ressource ruhig abbauen und aufbrauchen können, da wir sie noch vorrätig haben. Also dem stimme ich zu, sodass wir diese Braunkohle, die ich denke noch in großen Teilen einen großen Anteil in der 7. Klasse hatte ich, glaube ich, was dazu zur Energieversorgung hier in Deutschland beiträgt, und dass man das Ganze nicht importieren muss, also dem stimme ich zu. Was? Warte, in Deutschland soll auch dem, so, ja, dem stimme ich zu, genau. Leiharbeit. Unternehmen sollen weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Ja, ich finde es sinnvoll, weil es gibt mittlerweile Unternehmen, Leiharbeitsfirmen. Ich weiß von einer aus Berlin, glaube ich, oder ich weiß von einer, ich war beim Eishockey und da lief die Werbung immer durch, von der Leiharbeitsfirma Hense, hieß die, glaube ich, und ich stimme dem zu, weil es sinnvoll ist. Es gibt Leute, die sowas halt machen wollen. Es gibt das Angebot und Nachfrage ist vorhanden, also dem stimme ich zu. Doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Das ist jetzt so eine Frage, weil das ist ja nicht gleiches Recht für alle. Weil ich bin in Deutschland geboren und habe keine Eltern, keine ausländischen Eltern und habe keine zweite Staatsbürgerschaft. Eigentlich muss man dazu sagen, nein. Dann hat nämlich jede Person nur eine Staatsbürgerschaft und kann diesem Land, ich sage jetzt mal im Extremfall, wenn ein Land reduziert wird auf seine Bevölkerung, kann einem Land zugeordnet werden. Also dem stimme ich nicht zu. Vorgezogener Renteneintritt. Bereits nach 40 Beitrittsjahren soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Ich bin dazu neutral, weil ich, muss ich ehrlich zugeben, davon keine Ahnung habe. Nationale Währung. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Das unterstütze ich definitiv nicht, weil ich, wenn ich in Europa reise, es sehr toll finde, dass ich trotzdem mit dem Euro bezahlen kann in der EU, dass ich da mit dem Euro bezahlen kann, ja. Abschaffung der Frauenquote. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt durchgesetzt wurde, was die gebracht hat. Aber ich würde sie vermutlich vom Prinzip her immer noch belassen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das sich momentan verhält. Also am ehesten würde ich sage einfach, ich bin neutral dazu, weil ich davon thematisch gar keine Ahnung habe. Vermögensteuer. Hohe Vermögen sollen besteuert werden. Es ist eine Möglichkeit, einen Ausgleich zwischen der Schere zwischen Arm und Reich zu schaffen und dementsprechend stimme ich dem zu. Verurteilung von Kindern unter 14 Jahren. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahren verurteilt werden können. Das
Dem stimme ich definitiv nicht zu. Also, wenn Kinder unter 14 Jahren irgendwas machen, sind sie, kann man das größtenteils, wenn die irgendwas anstellen, als kindliche Dummheit, sage ich jetzt mal, abtun. So denke ich. Und ja, also dem stimme ich nicht zu. Gesetzliche Krankenversicherung. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen. Gesetzlich heißt, ach so, ja, dem stimme ich zu. Ich weiß nicht, ob das, ich würde sagen, das ist jetzt momentan auch schon so und dem stimme ich zu. Selbst wenn man privat ist, man. Ich stimme dem zu. So. Projekte gegen Rechtsextremismus. Der Bund soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Wenn der. Das kann der Bund gerne weitermachen. Ja, dem stimme ich zu. Jedoch möchte ich ergänzen, dass wenn der Bund Projekte gegen Rechtsextremismus fördert, dann dass dann ebenfalls Projekte gegen zum Beispiel Linksextremismus meiner Meinung nach auch gefördert werden müssten, damit man sozusagen eine Gleichberechtigung hat, weil Linksextremismus nicht Projekte dagegen nicht zu fördern, bedeutet, wenn man nichts tut, dann unterstützt man ja das gewissermaßen und dementsprechend würde man dann zum Beispiel solche Aktionen wie den Linksextremismus beim G20-Gipfel in Hamburg unterstützen und fördern. Also dem stimme ich zu. So. Also wenn ein Projekt, dann muss man auch ein anderes Projekt, dass man in beide Richtungen sich abdeckt und sich auf der Mitte hält und nicht gegen die eine Wand gegendrückt und die andere immer näher kommen lässt, weil irgendwann von der zerquetscht wird. So stimme ich zu. Der Erwerb, oh, erstmal die Überschrift, Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Keine Ahnung. Von der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, eigenes Wohnzeug, da wo man lebt, wenn man sich das geholt hat und gekauft hat, soll bis zu einer bestimmten Anzahl Quadratmeter, wie auch immer, steuerfrei sein. Eigentlich ist es nicht dumm. Verbot von Rüstungsexporten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Eigentlich, ich bin ja prinzipiell dagegen, dass Krieg geführt wird. Ich glaube, das sind die meisten Menschen im Inneren so. Dementsprechend würde ich ihm zustimmen. Wir haben bloß die Problematik, dass Deutschland damit ein großes wirtschaftliches Standbein wegbrechen würde. Es wäre echt sinnvoll und ich glaube, es wird derzeit auch etwas Neues eingeführt oder etwas getan, dass Rüstungsexporte stärker kontrolliert werden oder stärker kontrolliert wird. Was mit diesen Rüstungsexporten schlussendlich passiert, wo die landen, ob die überhaupt dann landen, wo sie hingehören. Aber ich finde es richtig. Es ist richtig, sowas zu machen. Eigentlich ein komplettes Verbot dafür. Das wäre sehr gut, weil dann könnte man sagen, wir schränken uns als Rüstungslieferant ein. Wir machen es nicht mehr. Gibt keine Waffen aus Deutschland mehr. Keine Waffen, die vielleicht gut funktionieren, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber gut funktionieren, wenn wir damit ein starkes wirtschaftliches Standbein haben. Also, ja, dem stimme ich zu. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis, so Überschrift Verkauf von Cannabis. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Dem stimme ich zu, weil Cannabis ist
meiner Meinung nach Sinnes, also ich habe davon gelesen, sinneserweiternd öffnen und ist meiner Meinung nach nichts Schlimmes. Wenn Leute Cannabis nehmen sollen, wollen, dann sollen sie die Möglichkeit dazu haben. Es gibt ja auch, wenn man sich in Deutschland Waffen kaufen will, hat man die Möglichkeit, einen Waffenschein zu machen und sich Waffen zu kaufen oder auch keinen Waffenschein zu haben und sich trotzdem gewisse Waffen zu kaufen. Also würde ich sagen, ja. Oder ach so, und Cannabis ist, ich weiß nicht, ich habe noch nie von irgendwelchen Cannabis-Toten gehört. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Von Alkohol-Toten habe ich da hingegen schon gehört. Also das ist ja auch eine Droge. So. Abschaffung des Solidaritätszuschlags, also des sogenannten Soli. Der Solidaritätszuschlag soll Ende 2019 vollständig abgeschafft werden. Das heißt, ich vermute mal, das Ding, wenn ich mich richtig recht entsinne, heißt, im Volksmund wird das Soli Ost genannt. Das heißt, dass man hier in Ostdeutschland die ganze Kultur und alles ziemlich stark gefördert hat. Und dementsprechend würde ich dem mal zustimmen, weil die Wende, also das Ende der Teilung zwischen Deutscher Demokratischer Republik und Bundesrepublik Deutschland liegt zu diesem Zeitpunkt dann 29 Jahre. Kurz rechnen. 29 Jahre, ja, 29 Jahre zurück. Nach 30 Jahren würde ich sagen, kann man es abschaffen? Kann man sagen, es wird sowas nicht mehr gebraucht. Es sind Ost und West sind wieder auf dem gleichen Level angelangt. Also dem stimme ich zu. Leistungskürzung für Flüchtlinge. Anerkannten Flüchtlingen, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern, sollen die Leistungen gekürzt werden. Finde ich definitiv sinnvoll, weil wenn Integrationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, sollten diese bitte auch genutzt werden. Ja. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Erhalten. Entschuldigung. Dem stimme ich auch zu, einfach weil die Eltern somit den ganzen Tag überarbeiten können und sicher wissen, dass ihre Kinder in guten Händen sind, beschäftigt sind und nicht auf Dummheiten kommen am Nachmittag. Zum Beispiel, dass die Jugendkriminalität dann sinkt. Und als Jugend, ja, auf jeden Fall, dass man das, was wir vorhin gelesen hatten, unter 14 Strafen, dass man das gar nicht braucht. Also stimme ich zu. So. Weiter geht's. Gottesbezug im Grundgesetz. Der Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Warte mal. Die Würde des Menschen ist. Hä? So, das Ganze muss ich jetzt mal googeln. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Gottesbezug im Grundgesetz drin steht. Das ist Gottesbezug. Grundgesetz. So, im Bewusstsein des deutschen Grundes, ihr nennt das Gesetz die einzelnen Bundesländer. Der Wortlaut ist im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, als Gleichberechtigtes gilt in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Aha, da kommen die ganzen Bundesländer in freier, die Deutschen in den Ländern. Aha, in freier Selbstbestimmung, die Einheit und Freiheit Deutschlands vereinen. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. So, das Ganze stammt vom 23. Mai 1949, wenn ich das richtig lese. Mit der Und ich bin der Meinung, in Deutschland muss der Gottesbezug nicht mehr drinstehen. Weil Deutschland ist ein Land, in dem es viele Leute gibt, die nicht religiös sind, also Atheisten sind. Und dem stimme ich nicht zu. Der
bedingungsloses Grundeinkommen. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Es wird derzeit getestet in einem afrikanischen Land, das Name mir gerade nicht einfällt. Es tut mir sehr leid, dass ich das afrikanische Land einfach nur nennen muss. Und in Norwegen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, in ein Volks und dazu noch am Rande, ein Volksentscheid in der Schweiz hat ergeben, dass die Schweizer das nicht haben wollen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der das also unterstützt. Ich kann kurz sagen, in diesem Dorf in Afrika, da haben sie gesagt, oder in diesem Land, auch da wird mehr geteilt oder wird in Großinvestitionen werden in einem Dorf Kasse gesammelt. Ich denke, dass das in Wirtschaftsländern, Entschuldigung, Entwicklungsländern, sinnvoll ist, aber in Nicht-Entwicklungsländern, in Wirtschaftsländern, wie wir es, glaube ich, sind, wenn mich nicht alles täuscht, es ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll und wird nicht benötigt, weil jedem die Möglichkeit zur Verfügung steht, in der freien Marktwirtschaft einen Beruf zu finden oder einen Beruf zu lernen, wie auch immer. Also stimme ich nicht zu. So, 38 von 38, stärkere Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union soll verstärkt werden. Dem stimme ich einfach mal zu, weil damit stärken wir uns als EU noch mehr und helfen uns unter anderem, finde ich sinnvoll. So, Ihre Position ist ja ganz interessant. Weiter. So, dann wollen wir mal. Wir können jetzt insgesamt 8 Parteien wieder auswählen. Wieso auch immer man will. Wieso auch immer man nicht alle Parteien auswählen kann. Aber ja, bitte wählen Sie mindestens eine Partei aus. Da oben stehen die Parteien, die derzeit im Bundestag vertreten sind. Dann würde ich sagen, dann beginnen wir direkt mit diesen Parteien. Und ich werde das nicht drin lassen. Ich werde es einfach so durchprobieren, werde immer 4 Parteien durchprobieren und werde am Ende sehen und merken, mit welcher Partei ich die höchste Übereinstimmung hatte. So, hier sind es Moment, hier ist es die SPD, stützt sich auf die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Sie ist derzeit Teil der Bundesregierung und stellt in 60, Entschuldigung, in 20 von 68 Jahren den Kanzler in ihrem Wahlprogramm, dass sie hohe Einkommen und große Erbschaften stärker besteuern und Bildung muss zum ersten Abschluss gebührenfrei gestalten. So, ja, ja, nein, vielleicht, was sagen eigentlich die Parteien dazu? Nee, das gucke ich mir jetzt erstmal nicht an. So, das waren die ersten 4 großen Parteien. Die Grüne folgt danach mit 65,8%. Liegen eigentlich alle gut beisammen mit einem Max, aber alle zwischen 70 und 55% große Übereinstimmung zeigt mein politisches Interesse, würde ich sagen. Also packen wir die 4 jetzt raus, dann packen wir jetzt hier die nächsten Parteien rein. Oh, das sind 1, 2, 3, 4, 5, Entschuldigung. Uah. So, das sind jetzt 8 Parteien, die wir hier. Sie haben 7 von 8 oder die ÖDP noch mit rein. So, dann gucken wir jetzt bei diesen Parteien. Und die höchste Übereinstimmung habe ich hier mit der Tierschutzpartei. Die Tierschutzpartei gesteht Tieren unveräußerliche Grundrechte die nur in Notfallsituationen berührt werden dürfen. Sie zog 2014 mit einem Abgeordneten zum Europaparlament ein. Zur Bundestagswahl fordert sie ein Verbot aller Tierversuche und die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an allen Lebensbereichen. Freie Wähler. Ja. Dann Piraten und die Partei. Und dann kommen ÖDP und mit der AfD habe ich und NPD und der AfD habe ich die niedrigsten Übereinstimmungen. Dann die FDP, die ÖDP. Ja. Und so. Dann zurück. Welche Partei war es jetzt ganz oben? Das war diese. Seht ihr, ich mit dem Finger. Diese, die bunten, die Partei. Mensch, Umwelt, Tierschutz. So. Zack, 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 zack,
Zack, zack. So. Oh, ist das nervig mit dem Aufploppen. So. Wie viele Parteien haben wir jetzt? 7 von 8. Brütende Menge Parteien an. Muss man einfach mal festhalten, ne? So. Weiter. 75%. Das waren, glaube ich, mehr als ich davor hatte. Tatsächlich. Allianz Deutscher Demokraten. Die Allianz Deutscher Demokraten möchte besonders Menschen mit Migrationshintergrund ein gleichberechtigtes Leben in Deutschland ermöglichen. In ihrem Programm setzt sie sich für die doppelte Staatsangehörigkeit sowie für die Rechte muslimischer Menschen ein. Die EU erklärt sie als gescheitert. Die EU erklärt sie als gescheitert? Die EU erklärt die Partei als gescheitert? Hä? Wie geht denn sowas? Auf jeden Fall, ja, mit denen habe ich die größte Übereinstimmung bislang. Dann folgt die SGP, die MLPD, die Büso, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BP, kein Konzern, sondern die Bayernpartei. Dann die Volksabstimmung, die BDV und die Rechte. So. 75% haben wir uns gemerkt. So, und dann gehen wir jetzt weiter, klicken da und klicken hier zurück. Diese Parteien hatten wir gerade alle. Und krieg wahrscheinlich am Ende eine Partei oder so, die übrig bleibt. Also. So. Und 8 Stück wieder ausgewählt, 8 Stück ab ausgewählt. So. Und weiter. 75% Übereinstimmung ebenfalls mit den Grauen. Die Grauen für alle Generationen. Die Grauen sind aus der Interessenvertretung von Senioren entstanden, verstehen sich aber als Partei für alle Generationen. In ihrem Programm fordern sie eine gesetzliche Mindestrente und die Senkung des Renteneintrittsalters. Sie plädieren für die Stärkung direkter Demokratie und die Senkung der 5%-Hürde. Senkung der 5%-Hürde. Das würde eine größere Opposition vermutlich geben. Das wäre sehr interessant, würde ich sagen. Also, dann die nächste Partei ist DM, nein, nicht der Konzern, sondern Deutsche Mitte. DIB, Demokratie in Bewegung, Tierschutzallianz, DuPunkt, B-Sternchen, Bergpartei, die Überpartei. Okay, und DuPunkt, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Cool. Toll, sehr interessant. Die BGE, die DKP. So. Und jetzt diese Parteien alle raus. Menschliche Welt war das letzte. So. Ich habe mir jetzt nicht von allen Parteien gemerkt, welche ich da prä oder oben stehen habe. V-Partei hoch 3. Das habe ich. Ich musste es, ohne es zu sehen, hätte ich euch das jetzt bald sagen können, weil ich das Logo tatsächlich kenne, dieses V-Partei hoch 3, weil ich das irgendwo letztens schon mal gesehen habe. Wo stand erstaunlich, wer alles zur Bundestagswahl antritt. So. Die V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Okay. Das ist dann nicht meine Partei, da ich weder Vegetarier noch Veganer bin. Die V-Partei hoch 3 reimt sich schön, sieht sich als Vertretung von Vegetariern und Veganern. Ihre Kernforderungen zielen auf die Verbesserung des Verbraucher, Klima und Tierschutzes. In ihrem Programm setzt sie sich gegen Tierschlachtung zur Nahrungsmittelproduktion ein, entwickelt aber auch Positionen zu anderen Politikfeldern. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Das war mein Video zur Bundestagswahl 2017. Ihr habt den Wahlomat bei mir gesehen. Wir können doch mal gucken. Größte Übereinstimmung war, glaube ich, die Menschpartei Umweltschutz. Hier oben war es die SDP in der Entschuldigung, SPD. SDP, auch eine tolle Band. So, welche waren sie? Ich müsste jetzt lügen. Hier waren es die Partei, so. Die Grauen waren, da war ich oben und dann war ich noch mit einer, mit der, nicht der Bergpartei, Allianz für Menschenrechte natürlich. Waren das die? Nee, beziehen den hier. Ich glaube, das waren so jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den hatte ich hier, glaube ich, keine große Übereinstimmung, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 waren das hier. Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, doch, dann passt es. Jetzt können wir jetzt mal weiterklicken.
Und das sind die Parteien, mit denen ich die größte Übereinstimmung habe in diesen ganzen Feldern. Das sind die fünf Parteien, mit denen ich die meiste Übereinstimmung habe. Und ja, als größere Partei, so ist die SPD dabei. Ja, ich glaube, das war also so vom Ergebnis jetzt. Trifft es auch ziemlich gut auf meine politische Einstellung, würde ich sagen, zu. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Es freut mich, wenn ihr das bis hierhin gesehen habt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sage Tschüss und auf Wiedersehen.